Rego TV Plus ist heute bei Nicole Müller. Sie hat 2016 ihre eigene Brutmode-Boutique White Secret in Binningen eröffnet. Hallo liebe Nicole, schön, dass ich heute bei dir sein. Jetzt erzählen wir doch mal kurz über deinen Werdegang. Was hast du vorher gemacht und wie bist du dazu gekommen, deinen eigenen Laden zu eröffnen? Also ich habe eigentlich wie von den Älteren gewünscht, eine solide Karriere angelegt im Bereich der Immobilien. Ich bin gelernte Immobilienverwalterin. Also noch ganz weit weg von einer White Secret Brutboutique. Ich habe im Verlauf von der praktischen Erfahrung in diesem Bereich festgestellt, dass mir so ein bisschen der Ausgleich noch fehlt. Und habe mir so überlegt, so ein kleiner Traum war immer, sich selbstständig zu machen. Ich habe mich dann eingehend damit beschäftigt, was so meine Stärken sind oder wo ich meine Stärken sehe, aber auch meine Interessen. Und das ist eigentlich so, ich sage immer, es ist eigentlich für mich da, nebst dass es ein kleiner Traum ist, den ich mir erfüllen durfte, Kumulierung von Stärken und Interessen. Und das sind vor allem, ich habe einfach extrem gerne mit Leuten zu tun. Das ist auch etwas, was man in der Immobilie wiederfindet. Ja. Ich bin gerne Gastgeber, wie jedes Mädchen oder jede Frau mittlerweile. Kann man doch ein bisschen etwas mit Mode anfangen. Es hat etwas Ästhetisches, so einen eigenen Laden mit der Selbstständigkeit, aber eben auch den Laden selber, die Inneneinrichtung, die Immobilie auch hier. Und man irgendwie wiederfinden. Also ich würde sagen, ich habe so etwas Solides, Vernünftiges gelernt und ein bisschen mit Erfindergeist erweitert und mit Emotionen erweitert, sodass ich heute die Boutique feiern darf. Ja, und dir die Traum erfüllt. Genau. Und wieso gerade Brutmode? Wieso gerade Brutmode? Da war eigentlich auch mit eine Überlegung gewesen, dass ich mega gerne etwas machen würde, wo hohe Emotionen mit sich bringen, weil ich selber auch eher ein bisschen ein emotionalerer Mensch bin. Und ich habe mir überlegt, was es, welche Branche oder welchen Bereich das es gibt, wo viel mit schönen Emotionen zu tun hat. Ich bin parallel dazu auch noch mit zwei guten Freundinnen auf Brutkleidsuche gesehen und habe gemerkt, ja, es hat ein bisschen etwas, es hat aber glaub, auch noch ein bisschen Platz für etwas. Und ich sehe da noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Und so fängt glaub, oft Selbstständigkeit an, dass man irgendwo nicht mehr findet, da kann man noch vielleicht etwas, ein bisschen mehr dazu beitragen oder man kann es noch ein bisschen schöner machen. Yeah. Und das hat mich motiviert, das in Tat umzusetzen. Was macht denn die Laden besonders oder was findest du, hast du noch optimieren können, so im Vergleich, was man sonst so sieht? Also ich glaube, eins von meinen Hauptmerkmalen, und das ist auch so ein bisschen das Feedback, das ich kriege, du siehst es vielleicht auch schon, wenn du reinkommst, es ist so ein bisschen eine Wohnzimmeratmosphäre. Das ist mir mega wichtig. Also wir sind ja auch, wir arbeiten ja für die ganzen Brutberatungen, die doch auch mal 2-3 Stunden gehen, arbeiten wir so auf exklusive Termine, meistens zu oben und am Wochenende. Und so, dass die Boutique zu hat und wir uns so mit Prosecco und kleinen Snacks unseren gemütlichen Abend können machen können. Und ich glaube, das wird extrem geschätzt. Und nicht nur, dass es geschätzt wird, sondern es gibt mir einfach auch extrem viel, weil ich mir die Zeit nehmen darf, doch die Brüte in einem so speziellen Moment oder für so eine, irgendwie in dem, bei diesem speziellen Tag in irgendeiner Form zu begleiten und irgendwie so immer wieder einmal ein bisschen zu heiraten. Ja, ja. Genau. Du hast ganz viele tolle Google-Rezensionen bekommen für deine Boutique und deine einfühlsame Beratung. Auch. Was würdest du sagen, ist das Wichtige bei der Beratung und ist das auch schwierig, den Vorstellungen der Kundinnen zu entsprechen? Das ist für sie auch immerhin ein sehr wichtiger Moment, das Brutkleid auszuwählen. Also ich glaube, ich bin überzeugt, dass A und O ist, sich aufs Gegenüber einzulassen. Mhm. Also es hat so ein paar Klischees, die sich immer wieder erfüllen. So das Kleid sucht ein bisschen Brut aus. Also es ist, und so der Moment. Also das erleben wir doch sehr viel, obwohl da immer unterschiedlich ausfällt. Also da gibt es Frauen, die da stehen und brillen, wirklich klassisch, die sonst nie brillen. Und dann gibt es Frauen, die immer brillen und dann stehen sie da und sind wie versteinert. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Aber ich glaube, das A und O ist, dass man sich aufs Gegenüber, auf die Brut einlässt, auf ihre Bedürfnisse einlässt. Und dann eben die nötige Unterstützung. Ich sage immer, ich tue euch begleiten, ich tue euch ein bisschen coachen, ich versuche euch zu lesen und für euch das perfekte Kleid zu finden und euch so in dieser Suche eigentlich zu unterstützen. Du machst das allein oder hast du ein Team? Ich habe mittlerweile ein Team mit noch zwei weiteren jungen Frauen. Eins davon ist auch eine Mami. Und genau, wird hier unterstützt, fachkundig. Einerseits mit der gelernten Schneiderin, der Tanja, und andererseits mit der Sarah, die mir mit den ganzen Beratungen helfen. Wobei auch Tanja eigentlich
alles kann. Sie ist nicht nur meine Herzensschneiderin, sondern auch sie treffen ihr öfters an, wenn ihr euch beraten lasst. Bei Brutkleidern, aber auch bei Oberkleidern und Blumenmädchenkleidern, die man ja auch noch anbietet. Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Was hast du da außer Brutkleider alles eben? Auch Oberkleider? Genau. Und also, Schuhe? Genau. Und was noch? Genau, Schleier, Accessoires, also mal grundsätzlich alles rund ums Brutkleid. Ja. Aber ich habe gefunden, die Brut kommt ja immer noch in der Begleitung. Mhm. Also im besten Fall finden auch noch die Mami, ihre Trauzeugin, ihre Blumenmädchen, aber auch ihre Brautjungfer das perfekte Kleid bei mir. Ja. Genau. Du hast dich mit dieser Boutique selbstständig gemacht. Mhm. Wie schwierig war das, seinen ersten eigenen Laden zu eröffnen? Und wie sind dort Anfänge gelaufen für dich? Also ich würde jetzt sagen, und das wird glaube meine Familie und mein Freundeskreis bestätigen, ganz einfach, weil ich einfach so eine, ich bin so ein Bauchmensch und wenn ich überzeugt bin, wenn sich das im Bauch richtig anfühlt, dann gehöre ich so eher so zu der mutigeren Sorte, so, wo den Schritt wagt und wo auch gerne so etwas ausprobiert. Und ich bin doch der Überzeugung, das ist glaub, ganz wichtig im Leben, wenn man so Träume hat, dass man sie zuerst träumt, dann in irgendeiner Form in die Realität bringt und dann umsetzt. Und das ist mir immer ganz wichtig gewesen. Und das ist mir hier gelungen. Was ist schwierig? Es ist mit viel Schweiß, Blut. Wirklich, ich sage Blut, weil ich habe die ganze Garderobe und so zusammengeschraubt. Ja. Also es ist mit viel Schweiß und Tränen verbunden. Und es nimmt vielem von einem. Ich sage extra nicht alles, aber es nimmt viel, aber es gibt einfach noch viel mehr zurück. Und du arbeitest ja nebenbei auch noch als Immobilienbewirtschafterin immer noch. Das ist korrekt, Und die rechtliche bist du da. Also ist das nicht einmal sehr stressig, die beiden Welten zu vereinbaren und von Job zu Job zu rennen? Das darf ich doch bestätigen, zumal ich das jetzt auch schon einen Moment mache. Mhm. Aber auch hier, also ganz ehrlich, die Organisation ist das A und O. Aber ich habe jetzt auch in Anbetracht von Corona habe ich die Entscheidung nie bereut. Es gibt mir immer die Möglichkeit, in meiner Selbstständigkeit nicht den finanziellen Druck zu spüren, wenn alles nur auf dem Pferd reitet oder, oder ich auf das Pferd setze. Das hat auch dazu geführt, dass ich mehr noch mal Unterstützung reingeholt habe, was immer wie mehr geworden ist und es mir einfach so im Bauch noch am wohlsten ist, wenn ich weiss, ich habe hier keinen Druck, es kommt auch mal eine Corona, aber so, wenn man das Jahr Revue passieren lässt, dass, wenn das jetzt langsam besser wird, dass man das auch mal wirklich so eine Krisenzeit kann bewältigen. Ja, hast du das Jahr als schwierig erlebt? Auch du bist ja noch eben ein relativ junger Laden. Nach dem Aufsteigen ist das, hat dich das ein bisschen zurückgeworfen jetzt? Es hat mich Gott sei Dank nicht drastisch zurückgeworfen. Es hat mich stagniert, wenn man das so ein bisschen sagen kann. Weil es, wie gesagt, es läuft noch unter Start-up. Das heisst, eigentlich haben wir über die letzten Jahre, seit dem Beginn, immer wieder mehr Kunden dürfen verzeichnen. Das klingt so. Dürfen begrüßen und empfangen. Und mit Corona haben wir einfach festgestellt, dass das über das Jahr gerechnet leicht abgenommen hat, aber nicht, also zwischen leicht abgenommen und stagniert hat. Ich denke aber, es ist trotzdem zusätzlich gewachsen und durch das hat sich das ein bisschen gehalten. Genau, also es ist, das ist eigentlich nicht der schwierigste Aspekt, der schwierigste Aspekt war, was es alles an Emotionen mitgebracht hat. Und der Plan, man kann nicht planen, man hat keine Sicherheit. Die Gesellschaft leidet darunter, viele Menschen, viele Schicksale, die damit verknüpft sind, die wir halt in diesem Business halt auch Tag für Tag mit auseinandergesetzt sind. Ja, hey, jetzt hoffe ich wirklich, dass das immer mehr aufwärts geht und du hast so einen wunderschönen Laden hier. Danke vielmals. Danke vielmals für das liebe Gespräch. Danke dir. Ihre Boutique White Secret findet ihr an der Basler Strasse zu Binningen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.